Jo Leute! Ja gut, heute mal wieder ein Let's Player und heute haben wir wieder Kommentare zum Vorlesen. Ja. Es sind doch einige. Heute aber wieder 5. Ich habe 12. Im Moment habe ich 12 Kommentare rausgesucht, aber 5 lese ich vor, damit ich immer noch so ein bisschen, hab. So für schlechte Zeiten oder so. Ja gut, für schlechte Zeiten. Ja. Nicht wirklich, aber egal. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und der erste Kommentar, was wäre dir wichtiger? Also Hannah wird und als Gegenangebot musst du deinen Account denen geben. Würdest du es machen? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt so wichtig ist. So. Ich meine mal, auf der einen Seite haben wir einen Account, der im Grunde ja nur aus Nullen und Einsen besteht und nicht wirklich vorhanden ist. Also eigentlich nur virtuell. Sobald der Strom weg ist, ist auch der Account weg. Jetzt mal so. Also in dem Sinne existiert er ja nicht wirklich. Und auf der anderen Seite haben wir ein Menschenleben. Es leckt. Ja, auf der einen Seite halt diesen Account, der eigentlich gar nicht existiert. Und auf der anderen Seite ein Menschenleben. Boah, das ist jetzt aber richtig schwer, diese Entscheidung. Also entweder Menschenleben oder Account. Ich muss wirklich hart nachdenken. Muss aber auch sagen, Leute, die ich nicht kenne, interessieren mich auch nicht und sind mir in dem Sinne auch eigentlich vollkommen egal. Mit denen kann also passieren, was auch immer. Also, ich meine mal, wenn irgendwie jetzt so ein Bergarbeiter aus, keine Ahnung wo, runterfällt und die einzige Möglichkeit wäre... Ja gut, das ist jetzt ein dummes Beispiel mit dem Account, aber... es kommt ja auch darauf an. Also ich meine mal, man kann ja auch entführt werden und ein schönes Leben haben. Naja. Okay, das habe ich zwar noch nicht einmal mitbekommen, dass das wirklich so ist, aber... es kann ja so sein. Ich meine mal, du wirst vielleicht von so einem Millionär entführt und lebst dein ganzes Leben lang in so einem... Ja gut, eigentlich wird man nicht wirklich von einem Millionär verschleppt, aber generell würde ich einfach sagen... Es ist jetzt so wirklich... Naja, na klar würde ich meinen Account jetzt einfach hergeben. Ich meine mal, es steht ein Menschenleben auf dem Spiel. Und man möchte ja positiv in die Zeitung kommen, oder? Oder? Naja. Aber ich würde das auch für jeden anderen aus meinem Clan machen. So ist es nicht. Außerdem muss man dazu sagen, der Mensch, der entführt wurde, ist befreit. Und ich sag einfach, dass ich meinen Account verkauft habe oder verschenkt habe und dann ist der Account weg. Und der, in Anführungsstrichen, Täter... Der wird keinen Spaß mehr haben. Also insofern würde ich einfach mal das Erste nehmen. Es ist kein was wäre wenn, aber eine Frage. Wie bist du auf Tanky Online gekommen? Erzähl deine Geschichte. Smiley! Nupakadi. Echt? Der heißt so? Geile Scheiße. Oh Mann. Dazu könnte ich jetzt auch noch was sagen. Oh. Ach, ich habe das früher geliebt, diese... Okay, kennt glaube ich keine Sau, aber ist ja egal. So, ja, meine Geschichte begann damals, ich weiß nicht, ja, im Jahr 2010 oder so. Da habe ich ja noch ein anderes Spiel gespielt und dann hieß ich in diesem anderen Spiel, eventuell, wer natürlich weiß, wie mein Kanal heißt. Nein, nicht New Star Let's Plays, sondern NewWorld.de1. Ich hieß halt in DO damals New World und ein Freund von mir hieß New Star. Und dann hat er mir halt dieses Spiel hier gezeigt, so, Alter, lass mal das spielen, Alter, ist voll cool, Alter. Und dann ging es natürlich darum, wie nenne ich mich jetzt am besten? Zuerst habe ich überlegt, ich nenne mich doch einfach so wie ein DO, New World. Aber dann, boah, nee, New World ist viel zu lang. Ich nehme einfach mal seinen Namen, New Star. So, ist ja scheißegal, so, ne? Ich dachte ja da so, ja gut, ich werde das vielleicht so eine Woche spielen, mal so testen eventuell, mal schauen, wie es so ist. Und dann höre ich auf. Ja gut, so war es dann auch im Endeffekt. Also ich habe das ein bisschen gespielt bis Unteroffizier und dann habe ich aufgehört und dann im letzten Jahr erst wieder angefangen. Und ja, und so war ich halt New Star. Also im Grunde habe ich halt von, also im Grunde habe ich Tanky nur durch einen Freund mitbekommen, so, alter, Panzerspiel, alter, im Browser. War auf jeden Fall so, vom ersten Gedanken her, so, Panzerspiel im Browser,
ja, kann cool werden. Und dann habe ich die Grafik gesehen. Scheiße. Aber ja, die hat sich ja mittlerweile auch gebessert. So. Naja, ist jetzt auch nicht das Nonplusultra, was man hier sieht, aber im Vergleich zu dem, was man noch vor ein paar Jahren hatte, boah, da. Auf jeden Fall richtig verbessert. Und ja, so ist es halt zu dem gekommen, dass ich halt Tenki entdeckt habe und auch zu meinem Namen Newstar. Ich heiße halt hier Newstar, weil ich in einem anderen Spiel New World hieß. Und ein Freund von mir Newstar. Und so ist es dann zu Newstar gekommen. Sonst hieß ich wohl New World. Wäre er nicht mit Newstar, wäre ich dann wohl noch New World anstatt Newstar. So. So oder so ähnlich. Was wäre, wenn du ein Tage. Wenn du eines. Alter. Wenn du eines Tages als Schnabeltier aufwachen würdest. Ja, ich würde mal sagen, wenn ich als Schnabeltier aufwachen sollte, dann würde ich mich umbenennen in Perry und die Welt vor Heinz Dovinschmirz befreien, retten. Was auch immer. Perry! Ja, keine Ahnung. Ich meine mal, ein Agent als Schnabeltier? Wieso nicht? So, ist doch cool. Vorletzter Kommentar. Das ist jetzt kein Was wäre wenn, aber das wollte ich auch mal reinnehmen. Kannst du das auch, aber ich will das jetzt nicht. Schlag den New auch mal gegen deine Abonnenten machen. Ja, das wäre jetzt gar kein Problem. Aber ich war erstmal so damit beschäftigt, das Ganze so zu testen, wie das so ablaufen könnte. Und auch so generell noch eventuell Spiele verbessern, Spiele hinzufügen und so weiter und so fort. Und wenn das dann alles so ein bisschen so getestet wurde, so erstmal gegen Freunde und dann kann man vielleicht gegen Abonnenten spielen, aber das wäre jetzt auch kein Problem. Letzter Kommentar. Was wäre, wenn du zwischen einem Haus oder einem Gaming-PC plus Tastatur plus Maus plus Headset plus was auch immer entscheiden könntest? Die Punkte... Die finde ich cool, diese drei Punkte. Denn du beziehst dich ja hier nicht wirklich dann auf Gaming, weil da steht ja nirgends in Klammern nur Gaming-Zeugs, sondern das kann ja alles Mögliche sein. Also würde ich das zweite nehmen, wo ich dann noch alles Mögliche hinzufügen kann, dann würde ich nämlich noch ein Haus hinzufügen und hätte noch ein Gaming-PC plus Tastatur plus Maus plus Headset und alles Mögliche. Ist doch klar, dass ich dann das zweite nehme. Aber wenn es sich natürlich nur auf das Gaming-Zeugs bezieht, dann würde ich doch einfach das erste nehmen. Weil ein Haus ist immer cool, so, ne? Also, wieso nicht? Am besten so... Am besten... Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall ein großes Haus. Ist immer gut. Achso, das war's ja. Ha, ich wollte schon das nächste nehmen. Naja, gut, das war's für heute mit den Kommentaren. Wir sind schon 8 Minuten ins Land gegangen. Ich werde nochmal hier ein bisschen spielen. Eigentlich habe ich vor, nicht mehr zu druggen, aber man sieht, ich drug mal wieder ordentlich durch. Und irgendwo habe ich mal gelesen, so, spiel doch mal mit Freeze. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, dann spiele ich mal mit Freeze. Mann, wir sind nur noch 5 Leute. Ja gut, das hört sich gut an. Aber das ist auch cool. Der schießt dich an, du verlierst an Speed. Und dann kommt der hier noch. Boom! Ah, Nupagadi hat mich. Nupagadi. Hat mich getötet. Na gut. Wow, Alter! Jetzt muss ich mir nochmal auf jeden Fall anschauen. Bin ich gerade wirklich ein Stück nach hinten gegangen durch einen Schuss? Das sah gerade irgendwie sehr komisch aus. Alter, ne Rico! Eine Rico mit der Tom! Eieieiei! Oh. Na, scheiße. Hätte ja sein können, dass er verzieht, aber hat er nicht. Aber dafür werde ich ihn jetzt einfrieren. Oh, einfrieren. Ich werde ihn einfrieren. Ich hab... Ach so, ja, vor ein paar Tagen habe ich wohl den epischsten Film ever gesehen. Wie hieß der denn nochmal? Ich glaube... Mega Shark vs. Giant Octopus oder so. Ey, so einen kranken Film habe ich noch nie gesehen. Ja doch, okay, ich habe einige kranke Filme gesehen. Aber der war ja wirklich... Von der Story her wusste man auf jeden Fall, was schon mal
passiert. Und zwar ein Hai wird gegen einen Oktopus kämpfen. Aber wie das Ganze gemacht wurde, vor allem mit den 3D-Animationen, die waren ja beste. So ein... Also, okay, es war auf jeden Fall eine Low-Budget-Produktion, so. Das hat man gesehen. Aber diese 3D-Animation, der Hai sah so unnatürlich aus. Also, okay, der hatte die Form von einem Hai, aber... Naja, da fehlte noch einiges so. Und eigentlich dieser Fight, den man die ganze Zeit erwartet hat, wegen dem Titel. Hallo, wenn da schon im Titel steht, dass ein Hai gegen einen Oktopus kämpfen wird, dann erwartet man auch verdammt nochmal viel Action in diesem Film. Aber die eigentliche Szene, in der sie dann gekämpft haben, die ging dann maximal 2 Minuten oder so. Und das war ja der totale Oberscheiß, den sie da gezeigt haben. Erstens, wie gesagt, die Animation, diese 3D-Animation von den Ohr. Gut, darüber will ich mal nichts sagen, aber... wie das... Alter, ich stehe hier extrem unter Beschuss. Aber das erste Aufeinandertreffen von diesen zwei war ja so geil. Der Hai verfolgt das U-Boot und... Und dann kommt auf einmal der Oktopus von unten und greift sich den und schnappt sich den Hai. So. Das ist aber noch nicht das Komische. Komisch. Es sah so aus, ja. Der hatte sich den gekrallt und hat in ihn reingebissen. Aber nicht nur einmal oder zweimal. Nein, so ordentlich reingebissen. Und das sehr oft hintereinander. Wo man sich dann gedacht hat, Alter, der Hai, der wird jetzt verrecken. Ja, weil... Der muss so eine tiefe Wunde gehabt haben, der hat sich richtig in den Reihen gefressen. Man hat es zwar nicht gesehen, aber man konnte es auf jeden Fall schon mal merken, dass wenn der schon mal so irgendwie gefühlte 20 Mal in den Reihen beißt, ja, dann muss der natürlich auch eine Wunde sein, dann müsste er eigentlich auch verbluten, so. Na gut, egal, auf jeden Fall hat der Hai dem Oktopus dann einen Arm abgebissen, um sich selber zu befreien. Klar, warum nicht? Hat ihm einer so einen Arm oder ein Tentakel abgebissen und ist dann weggeschwommen. In der zweiten Szene oder beziehungsweise im zweiten Aufeinandertreffen von denen, hat der Hai dem wieder ein Tentakel abgebissen. Das Krasse war, genau denselben, das war dieselbe Animation, die dort verwendet wurde. Und auch generell in der ersten Sequenz oder im ersten Fight, sag ich mal. Also das waren auch nur paar Sekunden, die man gesehen hat. Aber genau diese Sekunden wurden 1:1 im zweiten Kampf übernommen. Entweder spiegelverkehrt oder ein bisschen zugeschnitten und so weiter. Aber an sich wurde das genauso verwendet. Das hat man auch schon gesehen, als der Hai dem schon wieder denselben Tentakel abgebissen hat, so. Na klar, wieso nicht? Und man erwartet wenigstens, dass dann richtig ein krasser Fight kommt. So, uah, so mindestens so eine halbe Stunde lang so ein Knockout und Bomba und Explosionen und so. Naja, gut, das war jetzt nicht wirklich das, was man dann gesehen hat. Ein bisschen so, so Bitchfight oder so. Und dann sind sie alle dann gestorben. Sehr geil. Geil. So richtig geil. Also, naja, da haben mir dann die Worte gefehlt. So. War schrecklich. Das war ein schrecklicher Film. Na gut, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und viel Spaß. Ja, ich will gar nicht wissen, was im Chat steht. Hab schon wieder was Komisches gelesen. So, na dann, tschüss! Yeah! Auf Live!